Sehenswertes in der Schweiz Teil 10. Heute mal Stadtbesichtigung in Luzern. 82.000 Einwohner. Ja, Luzern ist hier von einem großen Fluss im Prinzip getrennt, die Altstadt und die Neustadt. Die Altstadt hier vor allem sehr bekannt durch Fußgängerzonen, Einkaufsmöglichkeiten, Hotels. Also hier ist alles sozusagen auf einen Haufen dicht beieinander. Und diese vielen Brücken, die hier die Altstadt und die Neustadt miteinander verbinden. Ja, hier ist dann so eine Holzbrücke, die hier so rüber geht über den Fluss. Und hier so ein Wehr. Hier im Herzen von Luzern, also in der Innenstadt, hier diese vielen Einkaufsstraßen, Einkaufsgassen mit den vielen Läden hier, die man hier eben sieht, wo man hier gut shoppen kann. Ja, und überall Marktplätze. Und dort oben sieht ja aus wie so ein Zauberschloss, Gitsch oder so ähnlich, was hier über der Stadt thront. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Das ist hier der Mühlenplatz. Ja, hier in Luzern sind noch viele alte Teile der Stadtmauer gut erhalten. Dort ein Pulverturm oder wie man das auch immer nennt. Und vor allem sehr eindrucksvoll dieser Turm dort oben. Und hier guckt man mal in östliche Richtung. So, der Vollständigkeit halber habe ich jetzt auch rausgefunden, wie der Fluss heißt. Das ist die Reuss. Eine ganz schöne Strömung, die hier abgeht. Jetzt gehen wir hier mal an dem schmalen Reussufer lang. Wir können das dann alles hier noch mal eindrucksvoll sehen, die ganzen Stadttürme, Hotels, Kirchen. Ja, hier sieht man das noch besser. Die alte Stadtmauer, die dort hochgeht mit den Türmen. Vier Stück. Und jeder aus seine Art ganz anders aufgebaut. Ja, und unbedingt erwähnen muss ich hier noch den markanten Berg, den Rieges. 1900 noch was hoch, öfter schon in meinen Beschreibungen vorgekommen, der sich hier oberhalb von Luzern erhebt, in südöstlicher Richtung. Ja, und eben überall Gasthäuser, Hotels. Hier auf der Südseite vom Fluss Reuss. Und hier in dem Restaurant eben dieser tolle Erker hier. Dann hier so eine Gassen,
die hier so reinführen in so eine, naja, ein Gassenviertel. Ja, das ist jetzt hier die typische Altstadt von Luzern. Was ich zuerst gezeigt habe, das ist die Neustadt und hier Teile der Altstadt. Und noch so eine Gasse hier. Muss man sich auch abends, wenn hier dunkel ist und die Lampen eingeschalten sind, sehr romantisch sich vorstellen. Kurzen Blick, wo es hier rausgeht. Ja, so eine Rundbank. Der Franziskanerplatz. Und hier mal ein Blick auf ein Theater von Luzern. La Biere de Siviglia. Noch ein Blick mal in die andere Richtung. Und auch noch einmal auf die andere Seite von Luzern. Und dazwischen die Reuss. Wie die vielen Hotels. So, und hier noch einmal ein Blick auf mehr so schon die östlichen Teile von der Innenstadt von Luzern. Ein riesengroßer Wasserturm. Tja, und hier in Luzern kann man das hier ganz in der Nähe per Zug anreisen, per Schiff anreisen, hier direkt in der Stadt fahren zig Buslinien hier, O-Busse fahren hier, ja. Ja, und hier ist eben jetzt die Verkehrsader sozusagen von Luzern, wo man dann auch mit Auto noch langfahren darf. Die vielen Busse, wie ich schon erwähnt habe, normale Busse, Oberleitungsbusse und so weiter. Und der große Bahnhof hier und eben auch hier die Schiffsanlegestelle, wo man dann auf den Vierwaldstätter See rauffahren kann. Und hiermit möchte ich dann meine Betrachtung von Luzern heute beenden. Ich denke mal, dass wir heute einiges gesehen haben. Ja, schick und tschüss.